Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal wieder Landwirtschaftssimulator, denn wir machen heute mal weiter bei unserem Hof. So, wir haben uns jetzt ein bisschen Geld angespart und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal hier oben die Biogasanlage an. Da würde ich sagen, wir fahren jetzt mal kurz hoch. Und dann schauen wir und entscheiden, ob wir sie kaufen oder nicht. Aber ich denke, das wäre ein guter nächster Schritt. Auch in der Hinsicht zum Geld verdienen, dass wir wachsen können. Deswegen würde ich sagen, wir fahren da mal hin und schauen uns das mal an. Also let's go. So, jetzt sind wir sogar schon fast da. Hier links ist sie jetzt. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich hoffe, dass es gut wird. Und dann schauen wir mal. Also hier vorne wäre auf jeden Fall schon mal eine Waage. Das wäre sehr gut. Dann können wir uns immer wiegen. Dann hier haben wir die Silos mit Füllanzeige. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und dann haben wir hier zwei riesen Silos, wo wir füllen können und wo wir dann auch etwas reinbekommen. Da würde ich sagen, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Dann würde ich sagen, wir kaufen sie direkt, dass wir auch ein bisschen wachsen. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Karte und dann wählen wir das aus. Das hat einen Wert von 564.000 und 823.000 haben wir. Also können wir uns das leisten, würde ich sagen. Wir tun es jetzt kaufen. So, jetzt ist die Biogasanlage in unserem Besitz. Das heißt, es kann jetzt demnächst losgehen. Denn ich habe beim Einkaufsladen, wo wir immer die Geräte kaufen, eine Großbestellung aufgegeben. Und die sollte jetzt wir haben heute Dienstag, also die sollte am Donnerstag kommen und die beinhaltet sowas wie
Sämaschine, wo Mais sät. Dann ein Feldhäcksler, dass wir das Ganze auch häckseln können. Dazu dann noch ein Radlader, wo wir das gehäckselte Gut dann in die Biogasanlage schmeißen können. Also da kommt dann schon auf uns etwas zu. Denn wir sind ja schon bis jetzt sehr gut gewachsen und wir wollen ja auch immer weiter wachsen. Deswegen habe ich gedacht, es wäre eine sehr gute Option, wenn wir damit dann anfangen und nicht wieder ein neues Feld oder so, denn wir haben ja genug Felder momentan für unseren Besitz jetzt sozusagen. Deswegen wird es mit der Biogasanlage gar nicht so schlecht sein. Genau, jetzt hoffen wir, dass es bis Donnerstag alles mit der Lieferung klappt. Und dann wird es auch alles schon gut gehen. Aber dann mit der Lieferung sind wir dann sehr am Ende mit unserem Geld. Das heißt, wir müssen dann wieder sehr viel sparen, dass wir wieder weiter wachsen können. Genau, so viel dazu. Dann stellen wir den Traktor wieder dahin, dass wir dann wieder weitermachen können bis am Donnerstag, bis unsere Lieferung hoffentlich dann zu uns findet. So, jetzt haben wir heute die Biogasanlage gekauft. Und jetzt warten wir bis zum Donnerstag. In diesem Sinne würde ich sagen, liken, kommentieren nicht vergessen. Und in diesem Sinne dann bis Donnerstag.